Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die DDR hat den rund 1200 Flüchtlingen in der Bonner Botschaft in Prag die Ausreise in den Westen garantiert. Bis zu 150 Menschen sollen dieses neue, weitreichende Angebot inzwischen angenommen haben. Sie kehren zurzeit mit Bussen in ihre Heimat zurück. DDR-Unterhändler Vogel, die Bonner Staatssekretäre Suthoff und Prieznitz und der Leiter der ständigen Bonner Vertretung in Ost-Berlin Bertele hatten heute Nachmittag mit den Ausreisewilligen gesprochen. Vogel verbürgte sich ihnen gegenüber persönlich für die Ausreisezusage. Sie gelte auch für solche DDR-Bürger, gegen die zu Hause ein Verfahren wegen krimineller Delikte oder Republikflucht laufe. Die Lage der Flüchtlinge in Warschau ist hingegen unverändert. In Bonner Regierungskreisen hieß es, Vogel werde wahrscheinlich in die polnische Hauptstadt weiterreisen, um den knapp 400 DDR-Bürgern ein neues Angebot vorzulegen. Der Ostberliner Anwalt Vogel, der heute in der Bonner Botschaft in Prag mit Spannung erwartet wurde, hat den DDR-Flüchtlingen ein sehr viel günstigeres Angebot vorgelegt als vor 14 Tagen. Sie sollen bei einer Rückkehr in die DDR nicht nur straffrei bleiben. Vogel garantierte ihnen auch die Ausreise innerhalb eines halben Jahres. Doch das Echo auf Vogels Angebot war bislang unerwartet gering. Nur in kleinen Gruppen verließen DDR-Flüchtlinge die Botschaft. Bis zum Abend sollen es allenfalls 100 bis 150 gewesen sein. Viele bestellte Busse blieben leer. Die Botschaft ist demnach nach wie vor überfüllt, zumal laufend neue DDR-Flüchtlinge den Botschaftszaun überklettern. Die Motive derjenigen, die sich von Vogels Angebot nicht überzeugen ließen, sind vielfältig. Manche misstrauen dem Ostberliner Anwalt und Vertrauten Honeckers sozusagen grundsätzlich. Manche sind auf das ungarische Modell fixiert und wollen die Botschaft nur verlassen, wenn es auf direktem Weg in die Bundesrepublik geht. Und einige haben wohl auch gute Gründe, auf keinen Fall mehr in die DDR zurückzukehren. Nach dem bisherigen Stand der Dinge hat die heutige Aktion vielleicht eine geringe Erleichterung in der Botschaft gebracht. Eine umfassende Lösung des Problems scheint aber noch nicht in Sicht zu sein. Aber vielleicht kann Vogel morgen noch einige überzeugen, denn wie verlautet, soll dann weiterverhandelt werden. Die Entwicklung in Prag wurde von Regierung und Opposition in Bonn begrüßt. Mit Kanzleramtsminister Seiters sprach Gerd H. Pelletier. Bei allen Parteien in Bonn herrscht Freude über diese Entwicklung, die aber doch etwas getrübt ist durch die letzten Meldungen, dass nur eine sehr geringe Anzahl von Zufluchtsuchenden in der Botschaft von dem Angebot bisher Gebrauch gemacht hat. Ja, dass sogar noch mehr als 100 wieder über den Zaun geklettert sind. Die Länge der Gespräche zeigt die ganze Schwierigkeit dieses Problems. Die Gespräche werden morgen fortgesetzt. Die Bundesregierung übt keinen Druck aus. Es gibt auch keine Vereinbarung mit der DDR, sondern wie bisher bleibt es dabei, dass es die freie Entscheidung des Einzelnen ist, ob er Angebote annimmt. Welches Vertrauen setzt denn die Bundesregierung in diese Garantie, die Herr Vogel abgibt? Wir haben ja Erfahrungen aus der Vergangenheit. Hier gibt es klare Aussagen von Herrn Vogel. Und ich denke, die Angebote und die Vorschläge, die er macht, sollten wir nicht in Frage stellen. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Dregger hat heute Staats- und Parteichef Honecker zum Dialog mit der Oppositionsbewegung im Lande aufgefordert. Nach einer Sitzung der Fraktion in Berlin meinte Dregger, bei Gesprächen zwischen Reformgruppen und Regierung am runden Tisch müsse ein Ausweg aus der Krise in der DDR gesucht werden. Dregger betonte zugleich, die Union werde alle reformwilligen Kräfte in der DDR stärker unterstützen. Sie befürworte aber auch Gespräche mit der Ostberliner Staatsführung.
Die DDR-Oppositionsbewegung Neues Forum will ihre Arbeit als politische Bürgerinitiative fortsetzen. Mit dieser Erklärung reagierte die Gruppe heute auf die Aufforderung des Innenministeriums, sämtliche Tätigkeiten sofort einzustellen. Gestern Abend hatten in Leipzig mehrere tausend Menschen für eine Legalisierung des neuen Forums demonstriert. Im Anschluss an das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche formierte sich der bisher größte Protestzug durch die Innenstadt. Polizei und Beamte des Sicherheitsdienstes regelten zunächst den Verkehr und griffen erst ein, als mehrere hundert den abgeriegelten Bahnhof kurzzeitig besetzten. Kirchenkreise berichteten, dass knapp ein Dutzend Demonstranten für einige Stunden festgenommen wurden. Für die Ungarn gilt von sofort an eine ungehinderte Reisefreiheit in das gesamte Ausland. Das Parlament in Budapest beschloss heute mit nur einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen ein entsprechendes neues Passgesetz. Ausgenommen von der Freizügigkeit sind Geheimnisträger und Personen, gegen die ein Strafverfahren läuft. Nach den Worten von Innenminister Horvath ist die ungarische Rechtsordnung jetzt im Einklang mit den Menschenrechten, zu denen auch die freie Wahl des Wohn- und Aufenthaltsortes gehört. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York hat der sowjetische Außenminister Shevardnadze die Abrüstungsvorschläge für C-Waffen des amerikanischen Präsidenten begrüßt und ein noch weitergehendes Angebot vorgelegt. His Excellency, Mr. Edward A. Shevardnadze. Nach dem Amerikaner rede der Russe, das ist seit jeher Brauch bei der UN. In den vergangenen Jahren erschöpften sich die Reden der beiden Nationenvertreter in fruchtlosen Anschuldigungen. Das hat sich verändert. Wenn im östlichen Lager wie in Polen ein Nicht-Kommunist Regierungschef werden könne, warum nicht doch umgekehrt, ein Kommunist im Westen, fragte Shevardnadze freundlich. Seine Zuhörer waren so verdattert über diesen Gedankengang, dass der Redner selbst um Applaus bitten musste. Vor den Vereinten Nationen ist ein prächtiger Wettbewerb um die radikalsten Abrüstungsvorschläge entbrannt. Stellte gestern Präsident Bush eine Reduktion der Chemiewaffen um 80% vor jedem Vertragsabschluss in Aussicht, so forderte Shevardnadze heute 100%. Darüber hinaus konkretisierte er eine Reihe weiterer Abrüstungsvorschläge. Ungewöhnte Töne dahingegen mussten sich die Vertreter der Bundesrepublik anhören. Der Faschismus ist verantwortlich für den Kriegsausbruch und die extremste und scheußlichste Form des Nationalismus. Die Deutschen sind unter der Fahne des Revanchismus angetreten. Heute werden diese Kräfte wieder aktiv. Sie wollen die europäische Nachkriegsordnung verändern oder zerstören. Wir warnen all diejenigen, die bewusst oder unbewusst diese Kräfte unterstützen. Solche Töne sind seit Perestroika und Glasnost nicht mehr gehört worden. Das war denjenigen eindeutig ins Stammbuch geschrieben, die auf Parteitagen oder anderswo von einer Veränderung der europäischen Grenzen reden. Die Besetzung Kambodschas durch vietnamesische Truppen wurde heute nach fast 11 Jahren offiziell beendet. Von der vietnamesisch-kambodschanischen Grenze ein Bericht von Peter Gatter. Sie sind die ganze Nacht gefahren, denn sie mussten pünktlich sein. Gefeiert wird das offizielle Ende des vietnamesischen Eingreifens in Kambodscha. Rund 10.000 Soldaten, die in Siem Reap im Norden Kambodschas stationiert waren, gehen heute hier an der vietnamesisch-kambodschanischen Grenze zurück nach Hause. Ihr Heerwurm ist mehrere Kilometer lang und andere Soldaten verlassen das Land auf dem Wasserwege über den Mekong oder durch die Luft oder über andere Straßen. Man kann also davon ausgehen, dass heute Abend nur noch eine Handvoll vietnamesische Soldaten als Nachhut in Kambodscha sind. Die Soldaten wurden am Wegesrand von jubelnden Leuten begrüßt, die sicherlich von der Partei dorthin beordert worden sind. Aber in dem Jubel war doch vieles echt. Spontan warfen die Leute Kokosnüsse und Zuckerrohrstücke den Soldaten auf die Wagen. Die Menschen sind froh, dass die Vietnamesen das Land verlassen. Sie sind ihnen dankbar, dass sie sie von Pol Pot befreit haben. Und sie denken, und daher ihr Jubel, der Krieg sei nun vorbei. Aber der Krieg ist nicht zu Ende, denn die Vietnamesen gehen zwar nicht als Verlierer, aber auch nicht als Sieger. Sie standen vor demselben Problem wie einst die USA in Vietnam, eine reguläre gegen eine von außen unterstützte Guerilla-Armee. Erste Kämpfe der Truppen Phnom Penhs mit den Roten Khmer finden bereits statt. Chinas kommunistische Partei will an ihrer harten innenpolitischen Linie festhalten.
Bei der ersten internationalen Pressekonferenz nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens zeigte die neue Parteiführung Einigkeit und forderte den Westen zu neuen Investitionen auf. Die etwa 300 Journalisten, die heute zur ersten internationalen Pressekonferenz der veränderten chinesischen Führung kamen, konnten den Sinn der Veranstaltung schon an der Kleidung der Kader ablesen. Die Herren erschienen ausnahmslos in westlichen Anzügen und im Land der symbolischen Gesten signalisierte dies, China wird seine Öffnung nach außen fortsetzen. In der Tat lud der neue KP-Generalsekretär Jiang Zemin westliche Unternehmen ein, sich an Gemeinschaftsprojekten mit chinesischen Firmen zu beteiligen. Dies lohne sich besonders in den Sonderzonen an der Küste, die man weiter fördern wolle. Der Parteichef trat Gerüchten um Chinas Greisenlenker Deng Xiaoping entgegen und betonte, dass Deng nach wie vor das Kommando über die Armee habe. Ein ausgesprochen schönes Leben führe bei Weiterzahlung seines Gehalts der seiner Ämter enthobene frühere KP-Chef Zhao Ziyang. Der Bürgeraufstand war ein bedauerlicher Betriebsunfall, der an der Reformpolitik grundsätzlich nichts ändert. Das ist der Kern aller Äußerungen, mit denen die chinesische Führung gegenwärtig versucht, das Vertrauen der Bürger, aber auch ausländischer Investoren zurückzugewinnen. Ein Höhepunkt wird dieses Werben am 1. Oktober erleben, wenn die Volksrepublik China 40 Jahre alt wird. Intellektuelle, Soldaten, Arbeiter, Bauern sind wieder eine Einheit. Ein auf dem Platz des Himmlischen Friedens errichtetes Denkmal symbolisiert den von der Partei verbreiteten Optimismus. Die Tristesse, die der Regen dem Platz heute tauchte, kommt der Realität näher. Es wird weiter verhaftet und zum 1. Oktober wird Peking praktisch abgeriegelt. In Washington hat heute die gemeinsame Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds begonnen. An der dreitägigen Konferenz nehmen Vertreter aus 152 Mitgliedstaaten teil. Zum Auftakt rief Weltbankpräsident Connable alle Staaten auf, ihre Rüstungsausgaben zu senken. In einigen großen Entwicklungsländern seien militärische Anschaffungen für ein Drittel oder mehr des gesamten Auslandsschulden verantwortlich. Als wesentliche Zukunftsausgabe der Weltbank nannte Connable Hilfe beim Umweltschutz. In den nächsten 3 Jahren sollen 1,3 Milliarden Dollar für Umweltschutzprojekte in der Dritten Welt zur Verfügung gestellt werden. Die westlichen Notenbanken haben heute weiter versucht, den Dollarkurs nach unten zu drücken, zunächst aber ohne großen Erfolg. Am Frankfurter Devisenmarkt wurde der amtliche Mittelwert auf 1,9039 Mark festgesetzt, nur geringfügig niedriger als gestern. Nach einer weiteren Interventionsrunde am Nachmittag sackte der Kurs dann auf 1,89 Mark ab. Im Zentrum Athens haben Terroristen einen konservativen Politiker ermordet. Der 54-jährige Pavlos Bakoyannis war auf dem Weg in sein Büro, als ihn in der Eingangshalle mehrere Schüsse trafen. Bakoyannis war Pressesprecher der konservativen Nea Demokratia und Schwiegersohn des Parteivorsitzenden. Am Tatort lag ein Bekennerschreiben der Guerillagruppe 17. November. Dem Toten wird darin vorgeworfen, in den Finanzskandal um den Bankier Koskotas verwickelt gewesen zu sein. Das Athener Parlament, hier im Gedenken an Bakoyannis, wollte heute beginnen, den Skandal aufzuarbeiten. Die SPD-Führung hat dem Vorschlag von Bundesgeschäftsführerin Fuchs eine Absage erteilt, mit der geplanten Ökosteuer auch sozialpolitische Leistungen zu finanzieren. Der Parteivorsitzende Vogel erläuterte in Bonn heute einen entsprechenden Beschluss des Präsidiums von gestern Abend. Der ökologische Umbau des Steuersystems, so bekräftigte Vogel, diene allein dem Schutz der Umwelt und habe nicht den Zweck, die Staatseinnahmen zu erhöhen. Dieser Erklärung habe auch Frau Fuchs zugestimmt. Die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeskanzleramt, Liselotte Berger, ist heute nach längerer Krankheit im Alter von 68 Jahren gestorben. Die Berliner CDU-Politikerin gehörte dem Bundestag seit 1971 an. 1987 ernannte Bundeskanzler Kohl sie zur Berlin-Bevollmächtigten. Einen besonderen Namen machte sich Frau Berger als Vorsitzende des Petitionsausschusses, den sie 14 Jahre lang leitete. Das Bundeskriminalamt hat einen kolumbianisch-deutschen Ring von Drogenhändlern zerschlagen und 350 Kilogramm Kokain sichergestellt. 6 Personen, darunter 2 deutsche Kaufleute, wurden festgenommen. Das BKA wusste seit einigen Wochen, dass eine größere Menge Kokain in der Bundesrepublik abgesetzt werden sollte. Die Droge war in den doppelten Wänden von 15 Fässern mit Ochsengalle von Kolumbien nach Hamburg verschifft worden. In einer Lagerhalle in Stuttgart schlug die Polizei dann am vergangenen Donnerstag zu.
Bundesinnenminister Schäuble sieht den jüngsten Erfolg vor allem in der Zerschlagung einer internationalen Gruppe. Es gab weitere Festnahmen in Großbritannien und der Schweiz. Aus Frankfurt jetzt die Wettervorhersage für Mittwoch, den 27. September. Mitteleuropa zeigte sich heute unterschiedlich bewölkt. Nebelreste und Zirrusbewölkung waren ungleichmäßig verteilt. Ein zusammenhängendes Wolkenband lag über Norddeutschland und bewegte sich langsam südwärts. Es gehörte zu einer Kaltfront, die in abgeschwächter Form Deutschland südostwärts überquert. Ein weiteres, nur wenig wetterwirksames Frontensystem folgt von den britischen Inseln und der Nordsee her nach. Die Vorhersage für morgen. Zunächst gebietsweise Nebel, nach dessen unterschiedlicher Auflösung teils starke, teils aufgelockerte Bewölkung und weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstwerte 5 bis 10 Grad. Höchsttemperaturen 15 bis 20 Grad. Schwacher, im Norden zeitweise mäßiger Wind aus West bis Nord. Die weiteren Aussichten, wenig Änderung. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen.